Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Heute mit einem Video, oder beziehungsweise gestern Abend hat Madame Merkel ja gesagt, sie will bis 2030 zwei Drittel Strom aus erneuerbaren Energien haben. Und ich stelle mir die Frage, wie soll das gehen? Hat die schon jemals was von Zappelstrom gehört? Und ich werde euch heute mal die Probleme, die wir dabei haben, erklären am Thema Zappelstrom. Was ist das genau? Ich werde euch das schwarz auf weiß bzw. in viele bunten farbigen Bilder zeigen, was der Zappelstrom ist, warum es nicht funktionieren kann. Momentan nicht. Weil dafür bräuchte man viele Speicher, die haben wir aber nicht. Woher die kommen sollen, das weiß keiner. Nur die Speicher in die Haushalte zu erhöhen, bringt auch nur bedingt etwas. Dann bräuchte man dafür die Stromtrassen, die sollen 2025 fertig werden. Wie in Deutschland Großprojekte momentan gehandhabt werden, sieht man am Berliner Flughafen, brauche ich glaube ich nicht erklären. Die EEG läuft bei 25% der Anlagen bis 2023 aus. Zusätzlich schaltet man die Atomkraftwerke bis 2023 aus und wir reduzieren die Braunkohle um minus 30%. Ja, das wird sportlich. Und dann kommt ja immer noch der Spruch, schließen wir halt die E-Autos als Speicher an. Grundsätzlich keine blöde Idee. Funktioniert das in der Praxis? Wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die 20, 25 Euro. So, ich beginne mit einer E-Mail eines Grünen. Also vielleicht kein Politiker, ich weiß es nicht, der nennt sich Albtraum Kernkraft. Das lässt auf einiges schließen, dass er eher in der grünen Schiene ist. Und mit dem habe ich eine super Diskussion geführt, dafür vielen Dank mal, weil da ging es jetzt nicht um Ideologien, sondern da ging es mal um Fakten. Und der erste Satz will ich vorlesen, als erstmal haben wir satt und genug Strom auch für E-Autos. Entschuldigung, rund 52 Terawattstunden haben wir Nettoüberschuss, so viel wie kein anderes Land, das würde für rund 20 Millionen E-Autos reichen. Und damit hat er ziemlich recht. Dem ist so. Was berücksichtigt er aber dabei nicht? Und das ist ein Grundsatz in der Elektronik, Elektrik immer. Strom muss in dem Moment, wo er verbraucht wird, erzeugt werden. Oder Strom, der erzeugt wird, muss sofort verbraucht werden. Im Gegensatz nämlich zu einer grünen Politikerin speichert das Netz gar nichts. Vielleicht eine halbe Sekunde lang. Mehr nicht. Sonst wäre es bei euch so, wenn ihr den Lichtschalter ausschalten würdet, müsste es ja eigentlich die Lampe noch eine halbe Minute weiter brennen, wenn die Leitungen Speicher wären. Das passiert aber nicht. Und deswegen ist das völliger Humbug. Würde ja jeder sagen können, der den ersten Tag in der Berufsschule Elektriker oder sonst was gelernt hat. Da lernt man nämlich, wie Strom funktioniert. Gut, also er hat zwar recht, aber wie gesagt, er hat diesen Punkt übersehen. Und genau das ist unser Problem. Wir haben Zeiten, da produzieren wir wahnsinnig viel Strom, das sind diese Überschüsse, und wir haben Zeiten, da produzieren wir zu wenig Strom. Und leider können wir die Überschüsse nicht speichern, dass wir die dann zum Beispiel für E-Autos verwenden könnten, dann wäre es super. Das funktioniert aber nicht. Und wie das in der Praxis ausschaut, das zeige ich euch jetzt auf der Seite der Bundesnetzagentur, also ganz offiziell, da kann man es nämlich wunderbar nachlesen. Um euch mal den Zappelstrom genauer zu erzeugen, nutze ich eine Seite der Bundesnetzagentur smart.de. Hier kann man auf Marktdaten visualisieren gehen und kann sich quasi zu jeder Zeit das anschauen. Wenn man hier auf Stromerzeugung klickt, macht es einfach mal realisierte Erzeugung und klickt hier auf Stromverbrauch und realisierter Stromverbrauch. Und schon bekommt ihr, was die letzte Woche los war, und zwar genau täglich. Und hier sieht man die Unterschiede. Das dort unten ist Biomasse, das Grüne, das bleibt immer gleich, Wasserkraft bleibt auch immer gleich. Und dann sieht man schon, diese großen Wellen, hier war zum Beispiel sehr viel Wind. Das heißt, hier hatten wir auf Wind Onshore 36.000 Megawattstunden, die wir bekommen haben. Und hier haben wir aus Windkraft Onshore 2,8 Megawattstunden bekommen. Das heißt, eine Differenz von 34 Megawattstunden. Und das ist Zappelstrom, weil ich kann es nicht vorhersagen. Die gelben Häufchen, die ihr hier immer seht, das ist Solar, Photovoltaik. Seht ihr also hier mittig gelb, haben hier zum Beispiel 13,8 Megawattstunden, die hier in der Spitzenzeit produziert werden. Ein paar Stunden vorher waren es nur 2,2 Megawatt und in der Nacht ist es gar nichts.
Und damit müssen wir jetzt unseren Strombedarf bestreiten. Und ihr seht diese rote Linie, kann man hier folgen, das ist das, was wir tatsächlich verbraucht haben. Also hier zum Beispiel an diesem Zeitpunkt haben wir 60.000 Megawattstunden produziert und haben aber nur 50.000 gebraucht. Das ist also sowas, was dann entweder in die Pumpspeicherkraftwerke fließt oder dann ins Ausland verkauft werden muss. Zu diesem Zeitpunkt haben wir zum Beispiel 49 Megawattstunden benötigt und haben aber nur 47 Megawattstunden produziert. Das ist dann das, wo wir aus den Pumpspeicherkraftwerken was brauchen oder eben Strom zukaufen müssen aus dem Ausland. Und das ist einfach Zappelstrom. So, hier also nochmal detaillierter die letzten drei Tage, die kann man wunderbar als Beispiel nehmen. Da hat man zum Beispiel hier zu diesem Zeitpunkt Photovoltaik 3,9 Megawatt. Wir hatten aber Wind nur 358 Megawattstunden, also fast gar nichts. Und das war am Montag, den 7. Oktober um 12.45 Uhr. Gehe ich zum Beispiel hierher, am 8. Oktober um 7.45 Uhr, da hatten wir plötzlich aus Photovoltaik so gut wie gar nichts, 47 Megawatt, und aus Wind 5,6 und 1, also knapp 6,7 Megawatt. Ja, wie soll ich das kontrollieren? Und das ist jetzt quasi im Oktober. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Januar an. So, gehen wir mal, wie es im Januar aussah. Das war also dieser Januar. Und wenn ich hier einfach mal hergehe, dann habe ich hier zum Beispiel das Problem, am 10. Januar 2019 hatten wir aus Photovoltaik 2,4 Megawatt, aber aus Wind nur 4 Megawatt. Und hier ein bisschen weiter, um 16 Uhr dann, hatten wir aus Photovoltaik so gut wie gar nichts mehr. Und auch der Wind wurde noch weniger. Und selbst wenn wir jetzt doppelt so viel hätten wie heute, wäre das immer noch viel zu wenig, weil unser Stromverbrauch war 68 Megawatt zu dem Zeitpunkt. Und das können wir alles in keinster Weise mit den erneuerbaren Energien aufbrauchen. Ihr seht es ja selber hier, Kernenergie 9,5 Megawatt, Braunkohle 14,8, Steinkohle 17 Megawatt. Da wurde also Steinkohle richtig Vollgas gegeben, damit man überhaupt dies wieder ausgleichen kann. Und das wollen wir abschalten. Das heißt, diese Möglichkeit haben wir dann nicht mehr. Wie soll das gehen? Also ihr habt es jetzt gesehen und darauf sollen wir uns zu zwei Drittel verlassen. Wenn im Winter vielleicht zusammenkommt, kein Wind, keine Sonne, ja, was schaltet man dann ab? Dann ging's. Wenn wir einfach sagen, okay, dann lassen wir halt Deutschland ohne Strom. Also jedes zweite Bundesland wird abgeschaltet. Okay, das wäre eine Idee. Wäre halt ein bisschen kalt für uns. Aber damit könnte man es schaffen. Gut, jetzt kommen wir zum Thema Speichern, die wir dringend benötigen, um erneuerbare Energien. Habt ihr ja gesehen, die gehen mal voll hoch, dann mal gar nicht, dann mal runter. Wir bräuchten also zu jedem einen Riesenspeicher, der das quasi alles glättet, damit wir die immer zur Verfügung haben oder halt so, wie wir es benötigen würden. Am besten wäre es sogar, die würden den Strom im Sommer speichern und im Winter würden sie ihn wieder abgeben. Das wäre perfekt. Funktioniert das? Also wenn ich heute, was immer wieder gesagt hat, ja, jedes Haus kriegt ja jetzt dann einen Speicher. Ja, okay, was haben die für einen Speicher? Meist so 5 Kilowatt. Das heißt, da reiche ich zwei Kochplatten auf. Ich meine, ich brauche fast 2000 Watt. Dann kann ich eine Stunde lang damit kochen. Dann war es das. Also damit kann ich vielleicht mal mein Haus im Notbetrieb mal betreiben in der Nacht, im Sommer. Ansonsten, es ist sicher gut. Aber es ist, weil dort wird aufgeladen und dort wird dann eben abgegeben in der Nacht. Aber das sind natürlich kleine Speicher, da bräuchte man ja, bräuchte jedes Haus das 10- oder 100-fache davon, dann könnte man drüber reden. Was gibt es denn Speicher? Das momentan wirtschaftlichste ist ein Pumpspeicherkraftwerk, also ein Wasserkraftwerk. Das ist quasi, wenn zu viel Energie da ist, pumpt es das Wasser hoch in den See und wenn es quasi gebraucht wird, dann saust es wieder runter wie beim normalen Wasserkraftwerk. Und dort ist es aber auch so, das kostet natürlich einiges. Also man geht von 3 bis 5 Cent pro Kilowattstunde pro Tag aus. Das heißt, würde ich die im Sommer nutzen und bis zum Winter die Energie speichern, keine Ahnung, 100 Tage, dann würde allein jede Kilowattstunde schon mal 3 Euro mehr kosten als jetzt. Also das 10, 11, 12-fache, damit das funktioniert. Also leider nicht möglich. Die haben einen Wirkungsgrad von 75 bis 80%. Und warum ist das so wichtig im Winter? Da zeige ich euch mal folgende Folie. Ich hole mir die auch gerade her.
Ihr seht im Stromverbrauchslastprofil, dass wir im Winter viel mehr Energie benötigen als im Sommer. Im Winter stehen aber Photovoltaik nur zu 20% zur Verfügung und Windkraft ist auch schwächer. Das heißt, unsere zwei Hauptenergie, erneuerbaren Energieträger, die kämen zu dem, wo wir es brauchen würden, fast nicht zum Tragen. Und da liegt die Krux an der Energiewende. Das ist genau das Problem an der Geschichte. Da machen wir uns das Leben selber nur schwer. 2009 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Pumpspeicherkraftwerke Endverbraucher sind. Das heißt, die zahlen nicht irgendeinen Verbilligungssatz, sondern die zahlen das gleiche wie mir. Was natürlich die Wirtschaftlichkeit massiv nach unten geht. Und deswegen, ich lese euch das vor, hierdurch wurde die Wirtschaftlichkeit von Stromspeichern, die im Zuge der Energiewende zur Abdeckung der Grundlast aus erneuerbaren Energiequellen dringend benötigt werden, drastisch herabgesetzt. Im Klartext, keiner will mehr sowas bauen. Und wo? Jetzt mal, wenn du sagst, ich möchte dort irgendwann Seerling, dann kommt dann und sagt, nee, da wohnt die Kröte, die Eule, die ist es, kommen sofort die Umweltverbände bei uns nicht. Ja, wir haben momentan 7 Gigawatt installiert in Deutschland. Zum Vergleich, wir brauchen im Jahr 654 Terawatt. Das sind 18.000 Gigawatt pro Tag. Also das ist so viel. Und so viel haben wir als Speicher. Funktioniert also momentan nicht. Definitiv. Es reicht gerade nur so, um unser Netz am Leben zu erhalten. Wenn allerdings mal AKWs abgeschaltet werden, bis 2023 die Braunkohle um 30% runtergefahren wird, dann wird das sicher nicht mehr reichen. Und dann wird es interessant, um es mal so zu sagen. Dann gibt es immer noch das Argument E-Auto als Speicher. Ja, das wäre grundsätzlich nicht schlecht. Punkt A, haben die dafür aber viel zu wenig Speicherkapazität. Und Punkt B, habe ich ein folgendes Problem. Ich müsste die untertags laden, wenn wir zu viel Energie haben. Weil sonst ist das nicht wirtschaftlich. Untertags sind wir aber alle in der Arbeit. Oder zumindest viele von uns sind in der Arbeit. Und das heißt, ich bräuchte ja nicht nur eine Ladestation zu Hause, ich bräuchte auch eine in der Arbeit, damit ich Mittag diesen Strom nutzen kann. Und den müsste mir ja dann mein Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob er das macht. Ich glaube nicht. Und insofern, das nächste Problem, was wir haben, wenn ich jetzt zum Beispiel am nächsten Morgen in die Arbeit fahren will und plötzlich ist mein E-Tank leer, also mein Speicher, weil in der Nacht irgendein Kraftwerk ausgefallen ist und der Strom aus meinem Energiespeicher benötigt wurde, um das Netz zu stabilisieren, bin ich da auch not amused drüber. Weil ich komme vielleicht dann nicht rechtzeitig in die Arbeit, weil ich nur mit 20 Minuten irgendwo laden muss. Oder 30 Minuten oder 10, je nachdem welche Ladestation das ich habe. Das nächste Problem. Aber wir sind mit unseren Problemen noch lange nicht am Ende. Wir bräuchten, weil der Hauptstrom Wind wird ja im Norden erzeugt, aber die Hauptabnehmerindustrie ist im Süden. Das bedeutet, wir brauchen diese Stromtrassen. Die sollten bis 2025 fertig werden. Naja, Großprojekte Deutschland, sieht man, BER funktionieren nicht ganz so, vor allem, da muss ich ja viele Genehmigungen einholen, weil ich muss ja teilweise durch Grundstücke durch, durch Sonstiges. Und da gibt es ja natürlich viele, die sich dagegen wehren, weil keiner will plötzlich so einige 100.000 Volt Anlage bei sich im Garten stehen haben. Kann ich jeden verstehen. Das will keiner. Und das nächste Problem ist, 2023 haben wir schon AKWs abgeschaltet und Braunkohle minus 30%. 2025 kriegen wir aber erst die Leitung. Was ist in diese 2 Jahre? Mindestens 2 Jahre. Ich rechne mal eher mit 2030, bis Stromtrassen fertig sind. Wenn überhaupt. Es geht aber noch weiter. Wir wollen ja, oder wir brauchen ja viel mehr Photovoltaik und viel mehr Windkraft, um das überhaupt zu bewältigen. Und dafür gab es ja mal eine EEG-Umlage, eine erneuerbaren Energiengesetz. Und da war es also so, 2001, wenn ich abgeschlossen habe, habe ich pro Kilowattstunde garantiert für 20 Jahre 50,6 Cent je Kilowattstunde erhalten. Super. 2,1 plus 20 ist 2,21. Das heißt, man rechnet damit, dass bis 2023 rund 25% aller dieser Photovoltaik-Windkraftanlagen natürlich in der Wirtschaftlichkeit massiv herabgesetzt werden, weil vorher habe ich 50 Cent die Kilowattstunde verdient, jetzt verdiene ich noch zwischen 7 und 11 Cent. Sprich, hätte ich vorher, keine Ahnung, 5.000 Euro mit meiner Anlage im Monat gemacht, habe ich jetzt plötzlich nur 700 Euro. Und ich habe ja auch Kosten damit, die damit verbunden sind. Vom Steuerberater angefangen, über Wartung, über Sonstiges. Die Leistung ist natürlich auch nicht mehr so gut wie ganz am Anfang. Macht jetzt nicht viel aus, aber trotzdem, es wird weniger.
Und dann kann es natürlich auch sein, dass der eine oder andere sagt, rentiert sich nicht mehr, schalte ich einfach ab. Ob es zurückbaut, ist eine andere Frage, weil da gibt es ja auch noch kein Konzept dafür. Aber vielleicht passiert es. Das heißt, wir kriegen eher weniger Strom aus erneuerbaren Energien. Ich habe schon gesagt, bis 2023 werden die AKWs abgeschaltet und minus 30% Braunkohle. Das bedeutet, wir verlieren rund 19%, 19% unserer Energieerzeuger. Das sind 124 Terawattstunden. Quasi ein Fünftel. Wir verlieren ein Fünftel von dem, was wir brauchen. Das müsst ihr euch so vorstellen, ihr habt bis jetzt 2000 Euro Einkommen gehabt und ab morgen habt ihr nur noch 1600 Euro Einkommen. Dann ist klar, dass auch die Ausgaben reduziert werden müssen. Das ist eigentlich jedem klar. Also wie machen wir das? Sollte man Strom für mehrere Stunden am Tag ab, was weiß ich, die 5 Stunden ohne Strom, dann die 5 Stunden und dann die 5 Stunden? Das wäre eine Möglichkeit. Will man das? Kein Handy, kein Internet, kein nix. Kein Büro. Ich kann ohne Strom hier, ohne Internet kann ich nicht mehr arbeiten. Funktioniert nicht. Was machen wir, wenn es Winter ist und bewölkt ist und kein Wind geht? Müssen wir auch Strom abschalten. Also im Winter wird es dann ziemlich kalt, weil da werden wir für mehrere Tage mit Strom abschalten. Wenn wir das wollen, ist die Energiewende super. Ich will es nicht. Bin jetzt mal ganz ehrlich. Übrigens, das mit dem Abschalten funktioniert in Zukunft ganz easy, weil wir kriegen ja diese intelligenten Stromzähler und da kann ich einen Befehl schicken, um die abzuschalten. Das heißt, da sage ich zum Beispiel, die Straßenlaterne bleibt, das Krankenhaus bleibt am Strom, die Feuerwehr, Polizei bleibt am Strom, aber die ganze Nachbarschaft schalte ich aus. Also kommen wir nochmal zu den Eingangsfragen, die wir gestellt haben. Zappelstrom habe ich euch erklärt, es müsste jedem jetzt klar sein, okay, funktioniert leider nicht so, ohne Speicher. Wo sollen die Speicher herkommen? Die Frage konnte mir bis jetzt keiner beantworten, eher das wäre nur ein kleiner Teil davon sein, da müssten ja, das ist viel zu wenig. Also wir wissen nicht, wo die herkommen sollen, die Stromtrassen bleiben nicht fertig, AKWs werden abgeschaltet, Braunkohle wird abgeschaltet, das heißt, das Risiko eines Blackouts erhöht sich massivst, ist so. Die EEG läuft aus, das heißt, eher kriegen wir weniger Strom vielleicht in Zukunft aus der erneuerbaren Energien wie jetzt. Und warum eher das nicht der Speicher, habe ich erklärt. Also das ist die kurze Zusammenfassung, warum das, was die Regierung jetzt vorhat, nicht funktionieren kann. Wir sind technisch noch lange nicht so weit, um vernünftige Speicher zu bringen. Und die brauchen wir zuerst. Und dann können wir erst umschalten. Dann können wir AKWs abschalten. Dann können wir Braunkohle reduzieren. Aber zuerst brauchen wir die Speicher, die quasi im Sommer speichern und im Winter wieder abgeben. Und das wirtschaftlich, dass das nicht für uns plötzlich die Kilowattstunde das Zehnfache kostet. Wir haben eh schon die teuerste. Ja, es wird noch schlimmer werden. Gut. Das war's wieder von mir. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, hat mich gefreut. Und bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Fährt euch!